Also meine Rolle im Film ist Xaver Brenner, der Landgendarm, der letztendlich immer dafür sorgt, dass die Leute ihre Zeche zahlen in der Kneipe und wenn mal Streit ist, dass das geschlichtet wird. Und jetzt bekommt er eben eine ganz besondere Aufgabe in dem Film, der ihr eigentlich nicht wirklich gewachsen ist. Joachim, jetzt ist ja das ja wegen heute ein Heimspiel für dich. Wie fühlst du dich denn da dabei? Also es ist wirklich so, dass es mehr Schwierigkeiten mir bereitet, als ich dachte. Also wenn ich sonst in Passau bin oder in München oder in Eggental, ist alles ganz cool und easy. Und jetzt bin ich so 100 Meter weg von meinem Zuhause. Das fühlt sich alles ein bisschen komisch an. Ja. Also ich bin aufgeregter, als ich dachte. Aber es sind bestimmt viele Freunde von dir da und Bekannte, die wo dich sehen wollen heute. Ja, es kommen einige Freunde und auch, ich habe ja früher als Intensivpfleger gearbeitet, da kommen auch einige noch vorbei, was ich sehr schön finde, dass die mich jetzt endlich auch mal im Kino sehen. Und zwar hier in Fürth und nicht irgendwo anders. Jetzt haben wir die Eva Mehl hier an der Wand von Hundswut. Ja, servus miteinander. Grüß dich. Frau Mehl, Sie tragen ja auch eine tragende Rolle hier in dem Film. Wie war denn der Titel für Sie, Hundswut, wie Sie das erste Mal gehört haben? Geheimnisvoll, sehr aussagekräftig insofern, dass es die Stimmung von dem Film gut wiedergibt. Und so war eigentlich auch das ganze Drehbuch. Das war wahnsinnig spannend, das zu lesen. Also als ich es zum ersten Mal gelesen habe, war ich wirklich atemlos. Und ich habe es in einem Rutsch durchgelesen und ich kann mich noch wirklich gut erinnern, dass mir das Herz bis zum Hals geschlagen hat, weil einen diese Geschichte so packt. Und ich war hinterher fix und fertig. Wirklich. Und ich habe dann auch relativ schnell den Daniel Alvarenga, den Regisseur, angerufen und ihm dazu gratuliert, weil ich das wirklich einen richtigen Wurf finde, dieses Buch und die ganze Geschichte. Jetzt seid ihr ja viel unterwegs momentan, sehr viele Kinos. Wie fühlt sich das für Sie an, wenn man immer wieder mal die Fans sieht und auch die begeistert sind? Es ist wunderbar. Also das ist wirklich eine ganz besondere Konstellation, die ich so auch noch nicht erlebt habe. Ich glaube, auch viele meiner Kollegen haben das so noch nicht erlebt. Wir sind lauter Idealisten, wir wollen den Film pushen, tragen, den unters Volk bringen, die Leute dafür begeistern. Deswegen machen wir diese Kinotour, weil der Stoff einfach toll ist, weil er interessant ist und auch aktuell ist, weil es ein besonderer Film ist, der ja ohne Förderung ausgekommen ist und mit ganz viel Herzblut und wie gesagt Gemeinschaftsaktion auch getragen ist. Insofern bin ich sehr, sehr glücklich und dankbar, dabei zu sein. Herr Neubauer, heute in Fürth, ja. Der Film Hundswut. Sie als Darstellerin mit einer tragenden Rolle und Co-Produzentin, wie war das für Sie? Einmalig. Und das geht ja noch weiter. Also morgen sind wir in Leipzig und dann sind wir in Berlin und dann kommt eine Pause. Aber wir sind ja schon seit März unterwegs. Und in den Film, das war mir besonders wichtig. In den Film bin ich ja als Schauspielerin reingekommen, als eine der ersten. Und dann hat mich der Film immer weiter eingezogen. Und man hat mir auch erlaubt, meine künstlerischen Vorschläge, Ansichten einzubringen. Und unser Regisseur Daniel Alvarenga hat gesagt, also es gäbe viele Sequenzen nicht ohne mich. Und so bin ich dann irgendwann, haben sie mich gefragt, ob ich nicht Co-Produzentin werden will. Und da stehe ich jetzt als Schauspielerin und eben als Co-Produzentin. Und das ist für mich ganz was Neues und unglaublich. Also ein unglaublicher Weg. Ja, und kürzlich haben wir jetzt auch noch, da mache ich als Co-Produzentin den ersten Film und jetzt haben wir einen Preis bekommen schon. Jetzt muss ich Sie noch mal fragen, ja. Hundswut, das ist ja schon was Bayerisches, ne? Wie erklärt man das Hundswut am Preußen in Berlin? Ja, ganz einfach, das ist das altbayerische Wort für Tollwut und Tollwut ist ja auch überregional verständlich. Jetzt haben die es auch verstanden, in Berlin oben, da seid ihr ja demnächst, haben sie ja gesagt. Und dann wissen wir das, was kann man denn noch über den Film sagen, dass die Leute so richtig neugierig werden und sagen, den muss ich unbedingt anschauen. Das ist der Grund, warum ich den Film unbedingt machen wollte. Der Film macht das, was ich mir immer von einem Kinofilm wünsche. Der hinterlässt den Zuschauer mit einer ganz, ganz großen Emotion. Also das ist nicht so, ich stehe von meinem Sessel auf, das kann ich erstmal gar nicht, weil alle, die ihn dann gesehen haben, haben erstmal
5-6 Minuten sitzen bleiben müssen. Und gestern habe ich gehört, der Abspann war noch zu wenig. Mir ist selber so gegangen, da haut es einem Tfirs weg. Und da muss man erst einmal die ganze Emotion und das alles sacken lassen. Und der Film beschäftigt dich. Du gehst nicht aus dem Kino raus, hast dein Popcorn gegessen und denkst überhaupt nicht mehr an das, was du gesehen hast, sondern das begleitet dich. Und zwar in einer großartigen Art und Weise. Das frisst sich ein. Und das bleibt drin. Und davon hat man lang was von der Kinokarte. Jetzt haben wir den Sepp Schauer hier an der schönen Wand von Hundswut, ja, und auch noch in Fürth. Wie gefällt es denn hier? Gut, ich muss gestehen, ich bin jetzt kein wirklicher Fürth-Kenner, aber jetzt beim Durchfahren und so, das hat mir ganz gut gefallen. Das ist schön hier. Es ist wirklich alles dabei und ich konnte es, ein harter Film, er hat eine emotionale Wucht. Der Film ist eine Wucht und den sollte man unbedingt gesehen haben. Aber du hast ja auch eine tragende Rolle in dem Film. Was kannst du denn über deine Rolle sagen? Der Siegfried Georg Steiner ist eigentlich der Mann im Dorf, der anschafft. Es gibt einen Satz in dem Film, da sagt der Bürgermeister sagt uns, was wir deren, und der Steiner sagt dem Bürgermeister, was wir deren. Also der Steiner ist eigentlich die treibende Kraft und der will in dem Ort hauptsächlich einmal Ruhe haben. Und das führt natürlich zu Dingen, die einfach niemals passieren dürfen. Aber es muss diese bösen Figuren natürlich auch geben, weil sonst haben die Guten ja keine Gegner. Es ist ja, können wir ja fast sagen, wie in Nürnberg, ne? Wir haben den Oberbürgermeister, den Markus König, und dann haben wir ja unseren Ministerpräsidenten, der ja auch aus Nürnberg kommt, den Herrn Söder. Ja, auch Markus. Also es ist ja dann auch so, der Herr Söder, der schafft an und der Bürgermeister führt aus. Kann man das dann so sagen? Die Verhältnisse in Nürnberg möchte ich nicht beurteilen, weil ich es nicht kann, aber so ungefähr kann man sagen, so ist es bei uns auch. Dann würde ich doch sagen, Mensch, Sepp, dann laden wir die zwei auch an, die sollen auch mal ins Kino gehen und den Film Hundswut anschauen, dass sie auch einmal selber sehen. Vielleicht sehen sie sich dann in dem Film selber ein bisschen. Weiß man's, ob sich der eine oder andere vielleicht selber erkennt. Die Ilse Aigner hat ihn schon gesehen und die war sehr begeistert davon. Jetzt würde ich dich nochmal fragen, jetzt seid ihr ja viel on Tour. Was war denn so dein Erlebnis, wo du sagst, Mensch, das werde ich nicht vergessen? Also was man nicht vergessen kann, ist schon, als wir in München im Matheser waren. Das ist ein Kino mit 750 Plätzen und der zweitgrößten Leinwand Deutschlands, glaube ich. Und das vergisst du nicht, wenn du da einmal vor 750 Leuten gestanden bist und mit denen dich unterhalten hast, auf die Fragen eingegangen bist und so. Das war schon ein schönes Erlebnis. Wo sieht man so viele, wirklich die Creme der Creme aller bayerischen Schauspieler? Also muss ich schon mal sagen, Markus Brandl, Sepp Schauer, Christian Dramitz, dann der Max Schmidt, dann die man ja sonst immer von Hajo von Stetten, also gerade einige von meinen Kollegen kennt man ja eigentlich eher in komischen Rollen, aber man muss sie echt warm anziehen, um die da zu sehen. Einen darf man natürlich nicht vergessen, weil wir heute ja in 14, den Joachim Zons. Ja, genau, ja. Natürlich. Echter Fürther. Ist ein echter Fürther. Schau, da lerne ich auch noch was dazu. Leute, geht rein, unterstützt den Film mit eurer Eintrittskarte, dass ihr euch den anschaut. Nicht nur einmal, vielleicht auch zwei oder dreimal. Natürlich. Also man muss sich den Film sogar öfter anschauen, weil man sieht beim ersten Mal ganz viele Sachen nicht. Und beim zweiten und beim dritten Mal, dann sieht man immer noch weitere Details. Also, liebe Herrschaften, liebe Damen und Herren, liebe Leute, kommt ins Kino. Es ist ein toller Film, er ist wirklich besonders. Das sieht man nicht alle Tage. Schaut ihn euch an, hier in Fürth, im Cineplex. Er läuft aber auch in ganz vielen anderen Kinos, in vielen Cineplex-Kinos, in vielen Familienbetrieben. Schaut einfach auf die Homepage, hundswut.de, da steht meistens alles drin. Und wir würden uns sehr freuen. Und gebt es vor allen Dingen weiter, erzählt es euren Freunden. Wäre uns ein Herzensanliegen. Weil dieser Film hat so viel Aktualität. Schaut euch das einmal an. Er spielt zwar 1932, aber der Film hat so viel Aktualität, was die sozialen Medien anbelangt und so weiter. Also wie schnell ein Außenseiter so einmal ganz draußen ist. Und das wollen wir bei uns nicht haben.